Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Auch heute sind wir wieder hier für euch mit hier unterwegs und wir beginnen unser richtiges fettes Abenteuer. So wie wir es jetzt endlich wollen. Oh, warte, die TV. Hast du dich schon Professor Berg vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du hast es von Professor Berg erhalten? Toll! Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar, du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Ihr Liebling, für eine Abenteuerreise sind diese Turbo-Treter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. DTB! Für die Schuhe gibt es auch eine Bedienungsanleitung. Halte B gedrückt, wenn du diese Turbo-Treter anhast, um zu rennen. Schlüpf in diese Turbo-Treter und erobere die Welt da draußen. Sich vorzustellen, dass du nun ein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Und lasse die Nuzlocke Challenge offiziell beginnen. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal... Also wir gucken jetzt uns einfach mal die Karte. Keine Karte. Wir gehen jetzt erstmal systematisch durch. Diese Route hier ist für uns tabu, da wir ja das Zickzacks in dieser Route ja schon getötet haben. Die Route da oben ist auch tabu. Wir haben zwar kein Pokémon getroffen. Moment, haben wir nicht. Aber die Route ist tabu. Auf jeden Fall. Weil die da oben, die ginge noch. Also im letzten Part habe ich ja schon gesagt, dass die Route eigentlich tabu wäre. Aber das stimmt eigentlich nicht. Weil dort haben wir noch kein Pokémon begegnet. Und deswegen machen wir so weiter, wie die Nuzlocke Challenge eben geht. Und wir werden sicher auch viele, viele Verluste erleiden. Glaube ich. Ich wollte schon sagen, hoffe ich. Ja, ich hoffe nicht, nee. Aber was wir auch vor allem erstmal machen werden, ist uns mit Tränken eindecken. Gebt mir das Zeug. Acht. So, dann noch ein paar Bälle dazu. Vier. Sonst das eben. So. Also wie gesagt, hier haben wir jetzt kein Pokémon begegnet. Also können wir jetzt hier das erste Pokémon begegnen. Und es ist... Wingull! Unser Vogel-Pokémon. Was... Ihr fragt euch auch sicher, was passiert, wenn ich das Vieh aus Versehen töten sollte. Dann darf ich hier offiziell keine Pokémon mehr fangen. Aber Hydropie hat das Klasse geschwächt. Und somit hätte ich meinen ersten Teamkameraden, glaube ich, schon mal so gut wie sicher. So, Wingull baut sein Nest an kahlen Klippen nahe des Meeres. Es fällt ihm nicht leicht, beim Fliegen mit den Flügeln zu schlagen. Daher nutzt es Aufwinde. Gut, Wingull. Ich würde sagen, ich nenne ihn Gulliver. Der Grund ist... Irgendwie erinnert es mich jetzt ein bisschen an Animal Crossing New Horizons. Denn da gibt es ja den... Da gibt es ja diesen Schiffbrüchigen, der jedes Mal auf die Insel kommt. Und sein Name ist eben Gulliver. Also hätte ich hiermit mein erstes Nuzlocke Challenge Pokémon. Toll, oder?
Dum, 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 dum. So, Nuzlocke Challenge Pokémon. Gulliver ist jetzt im Team. So, das ist die neue Route. Route 102. Da warten sich auch die ersten Trainerkämpfe auf uns. Yep. Wenn du ein Pokémon bei dir hast, bist du offiziell Pokémon-Trainer. Da kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Das ist wahr. Das ist richtig, richtig wahr. Und falls ihr euch wundert, nein, Trainer-Pokémon zählen nicht als Pokémon der Umgebung. Auch wenn die meistens in den Umgebungen vorkommen, wo die eingesetzt werden. Deswegen werden wir vor allem hier auch weitermachen. So wie es uns beliebt. Level 8. So, das zweite Pokémon erstmal ist Wurmple. Why not? Wurmple sind zwar schwach, aber sie können sich dementsprechend entwickeln. Und es ist immer noch besser, die Kokonform vor uns zu fangen. Und Wurf! Ich weiß allerdings jetzt nicht, was Wurmple für ein Pokémon werden wird. Es haftet an Ästen und frisst die Blätter. Der Faden, den es ausspuckt, wird an der Luft klebrig und schränkt den Bewegungsfreiraum des Gegners ein. Ich weiß nicht, was es wird. Deswegen nenne es einfach. Es ist weiblich. Drei Stunden Überlegenszeit später. Ich sag einfach mal, ich hoffe, dass es mal ein Pudox wird. Dann nenne ich das einfach mal Spaß Mofra. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Ab jetzt darf ich auch hier keine Pokémon mehr fangen. Gulliver Mofra. Welche Unnormanns Pokémon-Sender gehen heilen? Denn jede scheiß überlegte Taktik kann deine letzte Taktik von diesem Pokémon sein. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Wie viele Boxen haben wir? Diese Box hier, die nenne ich um. Denn ich werde sicher sein, es werden einige sterben dabei. So, und das ist die Box der noch Lebenden. Das heißt, wie nennt sich das? Wechselbank? Also was Ähnliches. Ja, ich nenne es einfach die Wechselbank. Weil da sind die Pokémon drin, die dann statt dem Toten dann ins Team kommen.
wenn ich mehr als 6 habe. Mehr als das kann ich nicht machen. Werde ich auch nicht machen, weil wir werden viel erleben. Wampel! Morpha kann nur Fadenschuss. Da werde ich jetzt Gulliver stattdessen einsetzen. Denn die beiden müssen nämlich auch noch ein bisschen wachsen, bevor es dann nicht so sieht. Gulliver! Als nächstes wird Wampel eingesetzt. Mal sehen, was das werden wird. Bin mal gespannt. Weil mehr als das, denke ich, wird es nicht. Uah. Oh. Nächste Runde würde auf jeden Fall nicht hinhauen. Oh, ich habe so viel Glück. Weil das hätte mich auch schon richtig, richtig schief gehen können. Da hätten wir schon den ersten Toten gehabt. Noch bevor wir richtig bei der ersten Arena angekommen wären. Und wir müssen vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. Tod. Gulliver erreicht Level 4. So. Was ist das für ein kleiner Junge? Ich bin nicht groß. Ich versinke im hohen Gras. Das Gras erreicht meine Nase und. Hachi! Lustig. So, jetzt können wir hier auf dem Weg ein bisschen grinden. Boah, diese Geschwindigkeiten, ey. Manchmal regen die mich auf. Na gut, jetzt bin ich sowieso langsamer als das Vieh. In dem Fall, boff. Und bumm! Gut gemacht! Yeah! Level 5! Giftstachel! Sehr schön. Wir werden jetzt jedenfalls sehr viel kämpfen. Komm, setze Pflanzen wieder. Ja, ich hab's vergiftet. So, Mofra habe ich wieder voll gemacht. Der verschwendet seine Züge.
Ich habe eine Giftstachel alles erreicht, was ich wollte. Ich kann es grenzenlos attackieren. Und der wird noch zusätzlich verletzt. Besseres als das selbst nicht. So, jetzt kommt es aber zum gefährlichen Aufschwung. Jetzt kommt nämlich Schwalbini. Schwalbini verwaumt mich schon gemeingefährlich. Oh Gott, das war knapp, ey. Ich habe es geschafft. Es wird noch härter. Ich sehe jetzt schon, es wird härter. Weich und nämlich. Ah, die Bären, die sind auch optimal. Ich denke, da werde ich... Moment. Wir hatten ja vorhin das cheatende Zickzack, stimmt's? Werden wir mal genauso cheaten und werden Mothra und Gullivines geben. Die aktivieren sich ja dann eigentlich erst mit dem Kampf. Ich geh zurück. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Sonst verschwende ich die Bären, das hätte ich dann ein bisschen für umsonst gemacht. So. Immer besser ein paar kleine Umwege zu machen. Als normalerweise. So, da kann ich auch ein bisschen rücksichtsloser kämpfen. Nicht so rücksichtslos. Ja! So, dann senke ich noch die Miet von Zickzacks, damit ich ein bisschen schneller werde. Über diese Heuler. Manchmal hasse ich sie. Stirb! Brav. Level 6. Er knillt. Oh, den kann ich komplett mit Giftstarre zerstören. Ist das ein Gift-Pokémon? Nö. Kein Gift-Pokémon ist trotzdem in der Lage, Giftattacken zu erlernen, wie Starre, wie Giftspore und... Giftbruder meine ich. Was sag ich denn da? Boah, ich hab einen Quid gelandet. Und Frosch. Gut. Und hier unten ist ein Item. Trank. Hi Wampel Level 3, wie geht's? Ich mach einen Tackle.
Pokémon mit ihren Fadenschüssen, ey. Als ob die nichts anderes können. Na gut, das ist Level 3. Mein Wampel war Level 4 und hat es trotzdem. Hat da auch nicht zwei Attacken gekonnt. Nicht mehr zwei Attacken. Wir haben es geschafft. Wir sind im Pokémon Center. Von Blütenburg City. So. Und nachdem wir das geschafft haben, wird es Zeit, wieder Feierabend zu machen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und dann werden wir uns noch sehr viel mehr ins Zeug hängen, wenn es dann als nächstes zu dieser Arena hier reingeht. Also abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder beim nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, bis bald. Ciao.